Hallo und herzlich willkommen zurück nach wirklich langer Zeit zu SSBB Custom Stages. Mittlerweile ist es schon wirklich lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und da dachte ich mir, fange ich am besten hiermit an, weil da kann man am besten irgendwas labern. Ich brauche da immer noch mal ein bisschen Zeit, um da wieder reinzukommen. Ja. Und ich merke auch gerade, dass das Mikrofon wieder überhaupt nicht mitmachen will. Moment, mit den Aufnahmen korrigiere ich das mal eben. Ja. Ja, so sollte es jetzt gehen. Ich habe sogar noch mein System im Kopf gehabt, beziehungsweise ich habe nochmal nachgeguckt, wie ich das jetzt vorhabe. Ich werde mir jetzt halt nochmal random irgendwelche Leute aussuchen, also Computergegner, gegen die ich kämpfen werde. Ich werde hier auch, das kann ich ja mal kurz zeigen, 3 Leben hat jeder Spieler. Und ja, dann werde ich euch nochmal die letzte Custom Stage zeigen, die vom Spiel vorgegeben war, und darauf 2 neue. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon. Wer sich wundert, ich habe jetzt nochmal den Ingame-Sound ein bisschen leiser gestellt. Und ja, wo ich mal erstmal mich noch ein bisschen besser verstehen kann mit dem Mikrofon. Das ist heute schon wieder so eine Sache. Ich habe auch mal überlegt, mir ein neues Mikrofon anzuschaffen. Beziehungsweise nochmal ein anderes auszuprobieren, was ich hier rumliegen habe. Mal gucken, wie das dann wird. So, jedenfalls hier haben wir die Stage Groß Aero. Die war vorgegeben. Man sollte einfach nur mal anzeigen, wie groß Stages sein können, die man selber baut. Ich kann ja mal hier runtergehen. Oh, ich habe vergessen, ein paar Items auszuschalten. Infanterie und Panzer mag ich nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, wo man da unten überhaupt noch lang darf. Ah, okay. Hat man eben mal kurz gesehen, wie groß die Stage im Ganzen ist. Und die ist schon ganz schön gigantisch. Muss man ja schon mal sagen. Ist zwar jetzt nicht wirklich einfallsreich, aber hey, hat schon was irgendwie. Aber ich kann schon mal voraussagen, dass der Kampf hier bestimmt relativ lange dauern wird, bei den Gegnern hier 3 Leben abzuziehen, bei diesem verwinkelten Stage. Also, es ist kein Battle-Stil. Es sei denn, man bleibt die ganze Zeit hier oben. Aber da muss man auch selber auf sich selber aufpassen, dass einem dann nicht so was passiert wie dem Wolf gerade. Schnell Lukas weghauen. Wow. Na, ah, kommt doch hierher. Wenn sie hoch genug gehauen, wollen sie das auch. Also, wenn die Prozent hoch genug sind. Oh, die sind schon wieder ganz schön hoch. Ja, Wolf hat schon fast wieder mich eingeholt. Mit seinen Prozenten. Ah, hat er jetzt. Alle eingeholt. Ganz Loser hier. Und. Ach. Mal gucken, ob ich auch einen nach unten wegmachen kann. Das war ja auch mal was. Jedenfalls zu dieser Stage kann ich leider nicht allzu viel sagen, weil ja, ist halt noch die letzte von denen, die hier schon vorgegeben waren. Ich muss sagen, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man hat hier, glaube ich, jeden Block einmal benutzt, den es zu Anfang an gab. Man konnte ja mit der Zeit dann noch andere freischalten, wie zum Beispiel die waren das nochmal, die Laufbänder, wie ich sie im ersten Part gezeigt habe bei der CD Factory. Oh. Ja, wenn Lucario auf 239 ist, ist mit ihm nicht wirklich gut Kirschen essen. Oh, Knuckle Joe. Ja, Knuckle Joe, kannst du auch mal was tun. So, Wolf, du fliegst erstmal zur Seite raus und Lucario nach oben. Ja, aber beide überleben wir. Das finde ich jetzt nicht so super. So, Wolf, lass mich. Wow. Wow. Ja klar. Oh, das hasse ich immer, wenn man dann so fällt und keinen Boden unter den Füßen hat, dann kann es auch mal ganz schnell sein, dass man einfach durch alles durchfällt. Weil gerade bei den bewegenden Plattformen ist es schwierig, da nochmal einen zu treffen. Und der Kampf geht mir jetzt auch ganz schön lange. Bisschen zu lang. Und gerade Wolf und Lukas sind auch schon fast wieder auf 200, also... Komm schon, Wolf ist jetzt sogar schon über 200. Okay. Okay. Ich glaube, Lucario wird als erster sterben. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Keine Ahnung, wie ich auf diese komischen Gedanken komme. Wow. Wow. Ja. Ja, so kann man sie auf jeden Fall erstmal
bisschen schwächen. Ein bisschen. Während Lukas und Wolf schon auf die 300 zugehen und Lucario auf die 100. Ja, Wolf jetzt langsam mal rauszuhauen, dass wir jetzt nicht so das Problem werden. Machen wir mal ein bisschen mehr an den kommen können. Und vorher ist auch Zeit zu lange. Mal gucken, wann Lukas Wolf eingeholt hat, ist ja auch schon mal was. Wolf ist irgendwie der Einzige, der schafft manchmal zu fliegen, oder? Aber es kann mich irgendwie keiner stoppen hier in meinem Vorhaben. Und Lukas hat Wolf schon eingeholt. Boah, komm, reicht. Wie die fliegen? Wow. Und ich wusste, dass Lucario als erstes stirbt. Da habe ich nicht gesagt. Ich habe es doch gleich gesagt. Wow. Ja. Okay. Ja, okay, jetzt wird Lukas Wolf weghauen. Doch nicht. Alter, Wolf. Voll der Überlebenskünstler hier mit seinen. Ja, der will natürlich die Maxi-Tomate. Kriegst du nicht. Und tschüss. So gut konnte ich das auch noch nie machen mit dem Greifen. Ich habe erst 1%, ich will jetzt 9. Ja, toll. So, jetzt sollte ich aber mal langsam hier den Kampf beenden. Ich will ja wenigstens noch 2 andere Stages zeigen und nicht den Part irgendwie so unnötig lang haben, nur weil diese Stage hier so lange dauert. Oh, okay, Lukas hat sich schon mal selbst rausgehauen, das macht das hier um einiges einfacher. Ah, mit dem Fächer, das könnte auch noch was werden. Komm mal her. Aber wenn er jetzt noch durchgefallen wäre, so witzig. Ah! So, komm mal ran hier. Jawoll! So, jetzt hau ab. Und tschüss. Gut, das wären schon mal, glaube ich, wenn ich noch ein paar Minuten zwischendrin habe, zu 5 Minuten für diese Stage. Geht ja sogar. Wenn die anderen jetzt auch noch so 5 Minuten dauern würden, dann wäre es eigentlich ganz in Ordnung. Ich hoffe, man konnte mich jetzt überhaupt verstehen. Aber jetzt auf jeden Fall gut. Na toll. Gut, dass ich das auch nochmal rausgefunden habe. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Stage. So, und da sind wir auch schon wieder. Dieses Mal auf der Himmelstreppe. Und, man sieht schon sehr kreativ bei der Namensgebung und auch bei dem Aufwand, was hier alles verwendet wurde. Ich wollte einfach nur eine extrem große Treppe bauen und ja, das habe ich halt hiermit geschafft. Ja, viel mehr lässt sich dazu nicht sagen. Man geht halt hier die ganze Zeit hoch. Und ja, da sind hier halt noch Sprungfedern, damit man nicht gleich runterfällt. Und falls man doch zwischen den Sprungfedern oder an denen vorbeifällt, habe ich wenigstens hier nochmal so einen kleinen, mehr oder weniger Parcours mit den, ja, und bei dem fail ich auch erstmal schön. Ja, habe ich nochmal schön die ganze Plattform, wie sie sich hin und her bewegen, reingepackt. Einfach, weil ich es konnte. Und, ja. Das war eher noch so zur Anfangszeit. Da war ich noch nicht ganz so kreativ, muss ich ja mal gestehen. Aber man hat auch zu Anfang noch nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie man sieht. Ich glaube, diese Trampoline, da habe ich sogar extra noch freigeschaltet. Und dann konnte ich erst diese Stage hier bauen. Aber es ist auf jeden Fall eine der ersten Stages. Kann ich mich eigentlich noch daran erinnern, dass das so eine meiner ersten Ideen war. Aber dafür wird hier der Kampf nicht so lange dauern wie eben auf Aero. Das kann ich schon mal so sagen. Auch wenn ich gerade Leben verloren habe, sollte ich es aber trotzdem noch schaffen, hier den Kampf für mich zu entscheiden. Ja, auch wenn man durchs Reden sehr in seinem Skill eingeschränkt wird, sollte es möglich sein. Was? Hä? Rutscht die da die ganze Zeit? Sah gerade irgendwie aus, als hätte, ich glaube, Nana ist der weibliche Eisclimber, Moonwalk gemacht. Könnt ihr euch ja nochmal eine Aufnahme angucken? Ich kann das gerade schlecht. So, Meta Knight. Wird Zeit, dass du. Wow. Altersheim gehst. Und weg ist er. So, der Feuerball sollte gleich wiederkommen. Ja, da ist er schon wieder. Ah, ich wollte so elegant rüberspringen. Hat nicht so ganz geklappt. Schade. Ah, see you next time. Oh. War auch jetzt nicht wirklich elegant. Ah, jetzt ist er wenigstens weg. Oh, bitte schon wieder ganz schön hoch. Er ist voll high, Mann.
Don't eat the mushroom. Oh Mann. Ich merke auch, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Mein Gott. Könnte ich eigentlich besser. Tut mir leid. Oh. Oh. Ja, und Nachteil halt an dieser Stage ist, dass man auch mal ganz schnell am anderen Ende der Treppe sein kann. Und dann sieht man eigentlich schon gar nicht mehr, was hier überhaupt passiert, weil die Kamera so rauszoomt. Naja. Da muss man halt leben. Wow. Ganz ruhig. Ja, mit der Night, alles wird gut. Alles wird gut. So, der ist schon mal besiegt. Alles klar, was machen wir auch nicht mehr so lange? Ach, die haben ja noch ein Leben. Toll. Die sind ja besser als ich. Noch zwei Leben und weniger Prozent. Das könnte noch spannend werden zwischen den Eisclimbers und mir. Aber ich werde angefeuert. So, den weiblichen Eisclimber habe ich schon mal rausgehauen. Oh. Er aktiviert Zeitlupe und läuft trotzdem erstmal in mich rein. Zweimal. Ah, super schlau. Schön, yes. Und ich besiege ihn trotzdem, obwohl ich in, in der Zeitlupe versteckt bin, der nicht. Kommt mal her hier. Bin halt ein Eisclimbers. Oh. Ja, und unfair, dass die hier zu zweit antreten dürfen. Da kam auch so eine Idee. Okay, ich glaube, die waren schon immer zu zweit. Von Anfang an. Kommt nur her. Ja, ich glaube, Peter hat hier nicht mehr viel zu melden. Würde ich mal so von ausgehen. Oh, der Kampf ist ja fast vorbei. Werde ich mal gucken, ob wir jetzt länger gebraucht haben oder weniger. Ich schätze mal, wir haben ungefähr nur halb so lange gebraucht wie eben bei der Stage davor. Peter Knight war ja auch kaum Gegner irgendwie. Ja. Nein, sie dürfen sich nicht wieder vereinigen. Okay, sie haben es dann auch geschafft. Na, kommt mal ran hier. Und? Mann! Verschwinde, Pepe. Okay, Nana schon mal down. Boah, drei Pokebälle. Ich krieg Goldini oder was? Na toll, was kriegt der jetzt? Bluebella, naja, auch nicht. Wow, wow. Ha! Herzcontainer für mich. Wie ich mich erstmal runtergeheilt habe. Vor allem, die Gegner konnten mir ja gar nichts tun hier. Ich habe mir gleich zu Anfang an schon ein Leben abgezogen, jetzt habe ich nur 27%. Oh, der Kampf hat aber doch recht lange gedauert, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Kam mir irgendwie schneller vor. Wie lange hat es jetzt gedauert? Warte, jetzt mal. Oh, 5 Minuten 19. Oha. Na gut, würde ich aber sagen, sehen wir uns dann noch bei einer weiteren Stage. Und ich denke mal, die habe ich ein bisschen kreativer noch im Hinterkopf. Mal gucken. So, und herzlich willkommen auf dem Grabstein. Da gab es wenigstens dann schon die, wie heißen die nochmal hier? Mir ist gar nicht der Name entfallen. Von den Teilen hier. Laufbänder, genau. Laufbänder gab es da schon. Gut, bei CD Factory habe ich die dann auch schon verwendet, aber ich glaube, die CD Factory kam später als jetzt zum Beispiel die Himmelstreppe. Und wie ich auf die Idee kam, wusste ich auch, ich wollte einfach erst nur einen Grabstein machen, da ist mir aufgefallen, Grabstein alleine ist jetzt irgendwie nicht so kreativ. Gut, dann machen wir nochmal was dran. Wollte ich unbedingt eine Leiter verwenden, habe hier eine Leiter in die Mitte gemacht. Wow, aber viel mehr ist da gar nicht, oder? Da ist kein Boden mehr unten, da ist nur noch diese Plattform. Ja, und die Computer verkacken regelmäßig an der Leiter. Deswegen würde ich mal denken, wird dieser Kampf hier ziemlich kurz sein. Während Mr. Gaming Watch da unten versucht, wieder nach oben zu kommen. Ja, die Computerspiele, die haben es irgendwie mit dem Hoch-B-Sprung nicht so. Es sei denn, wenn sie sich retten wollen, aber so um normal hochzukommen, kriegen sie es selten hin. Also, den hier meine ich. Weil, so schwer ist das hier doch gar nicht. Oh, Rob braucht nur einen Sprung. Ja, und ich wollte ein bisschen bedrohliche Musik dazu haben, deswegen hier Airship-Theme. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe auf dieser Stage immer mit Luigi, Rob und Mr. Gaming Watch gekämpft. Keiner, vielleicht noch Sonic. Und ja, weil ich wenigstens einer von den vier und halt nicht Falco. Übrigens könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob es
euch egal ist, welchen Charakter ich nehme, ob ich wohl immer Falco nehmen kann, weil den benutze ich eigentlich schon von mir aus eigentlich immer. Selten nehme ich mal einen anderen. Oder ob ihr meint, ja, wechsel doch mal durch, wollen wir mal sehen, wie du mit den anderen so drauf bist. Weil an sich beherrsche ich eigentlich jeden Charakter, muss ich sagen. Aber halt keinen so gut wie Falco. Außer halt vielleicht Fox. Aber da ist jetzt auch nicht so der Unterschied groß. Finde ich Falco nur cooler. Obwohl ich sagen muss, dass ich hier bei Brawl die Fähigkeiten von Fox doch sehr gut aufgebessert haben. Also kam ich von Anfang an mit Fox viel besser zurecht als in Melee. Ja, das habe ich gesagt, habe ich. Okay, die haben alle drei irgendwie nur noch zwei Leben, keine Ahnung, wie es dazu kam. Oder hat Rob 3? Ich kann es gerade irgendwie schlecht erkennen. Nee, der sollte auch nur zwei haben. So, Mr. Gamewatch, verschwinden Sie mal. Rob, du auch. Rob ist schwierig wegzuhauen, weil der ist auch einer von den Schwergewichten. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein ganz kurzer Kampf, irgendwann. Aber ich würde sagen, danach reicht es eigentlich auch erstmal. Mit drei Stages pro Part sind, würde ich mal sagen, sind wir eigentlich immer schon gut bedient. Es sei denn, es kommt irgendwann so eine ganz kurze Stage, wo die Gegner irgendwie nach ein paar Sekunden down sind. So eine habe ich sogar auch gebaut. Mindestens eine sogar. Wow. Ja. Übrigens würde es mich auch freuen, wenn ihr eure eigene Meinung jeweils immer zu den Stages in die Kommentare schreibt, die von mir sind. Also in nächster Zeit werden das ja nur noch welche von mir sein. Einfach damit ich, ja, von euch ein bisschen Feedback bekomme. Und, ja, wie halt also eure Vorlieben sind bei den Stages. Ich habe ja früher wirklich lange Zeit damit verbracht, mir irgendwie Stages auszudenken oder umzusetzen. Und da hatte ich wirklich sehr viel Spaß dabei. Fand ich so gut am Brawl, dass man hier relativ viel Freiheit hat. Obwohl ich sagen muss, man hätte doch noch ein paar mehr Blöcke mit einbauen können. Weil wirklich große Anzahl hat man hier nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es waren. Vielleicht 20, 30 verschiedene Blocktypen. Obwohl in der R20, die konnte man halt in drei verschiedenen Größen verwenden. So, das war's auch schon. Ja, ich habe jetzt hier eine Aufnahmelänge von 18 Minuten. Wenn ihr das habt, wird es bestimmt mehr so 16 sein oder so. Wird man sehen. Ich denke mal, ist eine gute Länge. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Vergesst nicht, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.